Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und hallo aus Los Angeles. Heute gibt es, wie versprochen, ein etwas anderes Video. Und zwar geht es heute darum, was man beachten muss, bevor man in die USA in den Urlaub fliegt. Nicht nur in den Urlaub, eventuell auch, wenn man für einen längeren Zeitraum zum Beispiel als Au-pair oder als Student in die USA gehen will. Heute geht es nicht darum, wie man in die USA kommt, also was es verschiedene für Visumsarten gibt oder wie man in den USA arbeiten kann. Darüber habe ich schon ein Video gemacht vor fast 2 Jahren. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Heute geht es nur darum, welche Dinge, kleinen Dinge, alltägliche Dinge in den USA etwas anders ablaufen und die man eventuell beachten sollte, wenn man als Deutscher, Europäer in die USA geht. Ich berichte hauptsächlich aus der kalifornischen Sichtweise, weil ich seit, wie die meisten wissen, seit ungefähr 4 Jahren in Kalifornien bin. Manche Sachen sind eventuell in anderen Staaten in den USA, die USA sind ja sehr groß, etwas anders, was vor allem was Verkehrsregeln betrifft. Guckt auf jeden Fall, bevor ihr in die USA fliegt, nochmal genau nach, wie gewisse Regeln in dem Staat sind, wo ihr dann hinfliegen möchtet. Wenn jemand irgendwelche Dinge hinzufügen möchte, die ich vielleicht vergessen habe, macht das gerne in den Kommentaren, denn eventuell kommen Leute zu diesem Video, die das wirklich interessiert und die dann in den Kommentaren gucken, was es denn noch so für Tipps gibt zum Beispiel. Also wenn ihr irgendwas erlebt habt, sagt es gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu haben solltet, fragt es ebenfalls in den Kommentaren, sodass ich da oder andere Leute eventuell noch drauf antworten können. Ja, dieses Video wird eher etwas trocken, also wenn euch die Thematik nicht so wirklich interessiert, dann ist das Video eventuell nichts für euch. Aber fangen wir doch einfach mal an. Der erste Punkt ist Reise/Einreise. Als Deutscher bzw. Europäer braucht man kein Visum, um in den USA Urlaub zu machen. Was man braucht, ist ein ESTA-Antrag, den man quasi anstelle eines Visums ausfüllt und den man auch ganz normalerweise einfach bekommt. Das Ganze kostet 14 Dollar, 15 Dollar, 16 Dollar, weiß ich nicht genau, ändert sich wahrscheinlich auch alle paar Monate mal. Und damit könnt ihr bis zu 3 Monate am Stück im Land bleiben, in den USA. Danach könntet ihr im Prinzip wieder ausreisen und wieder hinkommen und das Gleiche dann nochmal machen. Sorry, habe ich 3 Monate gesagt? Nein, nicht 3 Monate, 90 Tage. Sehr wichtig, nicht 3 Monate, sondern 90 Tage. Und egal was ihr tut, bleibt nicht länger als 90 Tage im Land. Denn dann könnte es schwer werden, wieder ins Land zu kommen, wenn ihr mal wieder zurückkommen wollt. Außerdem würde ich auch dieses nach 3 Monaten abreisen und dann wiederkommen auch nicht empfehlen, denn irgendwann werden die Grenzbeamten misstrauisch und kann auch sein, dass ihr dann auch nicht mehr ins Land gelassen werdet. Trotzdem gilt aber dieser ESTA-Antrag für 2 Jahre. Das heißt, 2 Jahre lang müsst ihr den nicht erneuern. Damit könnt ihr dann 2 Jahre in die USA in den Urlaub fliegen. So, was Flüge buchen betrifft, das ist wie auch in jedem anderen Land, beziehungsweise Flüge in ein anderes Land. Das kann je nach Airline und Saison sehr stark variieren. Manchmal ist sogar eine teurere Airline wie Lufthansa die günstigste. Ich würde immer auf Google Flights oder Urlaubspiraten, solchen Websites gucken, wer gerade am günstigsten ist für den Zeitpunkt, wo ihr in den Urlaub fliegt. In den USA angekommen, kommt dann die richtige Grenzkontrolle. Und da habt ihr sicher schon mal Horrorstories von gehört, dass Leute in Gefängniszellen gepackt wurden und dann wieder nach Hause geschickt wurden und so weiter und so fort. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, solche Stories gibt es und ich kenne auch Leute, die sowas erlebt haben. Aber das ist im Normalfall für jemanden, der einfach nur Urlaub in den USA machen will, fast ausgeschlossen. Außer ihr seid irgendwie auf der FBI-Fahndungsliste oder wie gesagt, sagt den Leuten, den Grenzbeamten, dass ihr arbeiten möchtet. Wenn ihr einfach sagt, hey, ich mache Urlaub für 3 Wochen, hier ist mein Rückflugticket schon, ich gehe in das Hotel oder mache einen Roadtrip dahin und besuche Freunde oder Familie, das ist alles überhaupt kein Problem. Es sollte einfach absolut kein Problem an dieser Grenzkontrolle geben, wenn ihr einfach nur in den Urlaub fahrt und ehrlich seid. Also macht euch keine Sorgen darüber. Geld/Bezahlung. Nehmt euch keine Euros mit, die ihr dann in Dollar umwechselt in den USA.
Denn dann bekommt ihr einen sehr, sehr, sehr viel schlechteren Wechselkurs für eure Euros. Das ist absolut nicht zu empfehlen. Ebenfalls auch in Deutschland würde ich kein Bargeld in Dollar umwechseln. Außer ihr seid noch jünger und habt noch keine Bankkarte oder so. Denn was ich empfehle und was ich gemacht habe, bevor ich hier ein Bankkonto und so weiter habe, was ich jetzt natürlich habe, ist mit einer deutschen Kreditkarte oder mit einer EC-Karte, die es erlaubt, es gibt ja manche EC-Karten, die es erlauben, im Ausland Geld abzuheben, gebührenfrei, hier an Geldautomaten Geld abzuheben. Denn das ist oft oder fast immer gebührenfrei und ihr kriegt den besten Wechselkurs, den ihr haben könnt. Oder ihr zahlt einfach mit der Kreditkarte direkt. Es wird sehr viel mehr mit Karten bezahlt, jeder bezahlt mit Kreditkarten. Das heißt, wenn ihr eine habt, könnt ihr damit hier eigentlich überall bezahlen. Verkehr, Autofahren. Es gibt ein paar Dinge, die hier anders ablaufen. Nichts wirklich gravierend anders, aber ein paar Dinge, die man beachten sollte. Zum Beispiel stehen die Ampeln auf der anderen Straßenseite. Wenn man im Auto sitzt und hier die Straße ist, man fährt ran, ist die Ampel nicht hier, sondern auf der anderen Seite. Also achtet darauf. Zweitens, an roten Ampeln darf man immer rechts abbiegen, außer ein Schild oder ein roter Pfeil verbietet es. Das Ganze gilt, soweit ich weiß, überall in den USA, außer in New York City. Also in New York fährt sowieso kein Auto, aber in New York City nicht rechts abbiegen an roten Ampeln. Stoppschilder funktionieren hier anders, denn es gibt kein rechts vor links. Also das auch generell beachten, es gibt kein rechts vor links. Stoppschilder funktionieren hier so. Einmal klassisch wie in Deutschland, das heißt, es gibt eine Hauptstraße, dann kommen zuführende Straßen, wo Stoppschilder stehen und da hat natürlich die Hauptstraße Vorfahrt, wie in Deutschland. Andererseits, wenn zum Beispiel eine Kreuzung ist, vor allem in Anwohnerbereichen, in ruhigeren Gegenden, stehen manchmal an allen vier Seiten einer Kreuzung ein Stoppschild. Da steht dann meistens Four-Way Stop oder All-Way Stop drunter. Das heißt, jeder muss anhalten und dann geht es nicht nach rechts vor links, sondern es geht danach, wer zuerst angekommen ist, fährt auch als erstes wieder. Also Auto kommt an, Auto kommt an, Auto kommt an, das Auto fährt zuerst, dann fährt das Auto und dann fährt das Auto. Das kann unter Umständen auch recht kompliziert werden, wo in Beverly Hills zum Beispiel eine Kreuzung ist, wo sieben Straßen aneinander führen und überall ein Stoppzeichen steht. Und da muss man gucken, wer zuerst angekommen ist und das irgendwie, ja, sich so durchwurscheln. Und das funktioniert tatsächlich. Kann man kaum glauben, wenn man das so bedenkt und wenn man weiß, wie die Leute manchmal in den USA so Auto fahren, würde man denken, dass nur Unfälle entstehen. Aber das ist normalerweise nicht der Grund, wieso Unfälle entstehen. Die meisten Unfälle entstehen auf der Autobahn. Und da möchte ich euch auch nochmal was drüber sagen. Und zwar, seid vorsichtig auf Autobahnen hier. Die sind teilweise sechsspurig hier und sind sehr, sehr chaotisch, denn hier wird links und rechts überholt. Es ist teilweise sogar verboten, rechts zu überholen, aber es machen trotzdem alle. Also seid sehr vorsichtig, wenn ihr auf die rechte Spur wieder fahren wollt oder von der Autobahn runter. Es kann immer sein, dass jemand gerade rechts an euch vorbeizischt und so weiter. Und generell fahren die Leute in Los Angeles zum Beispiel sehr, sehr schlecht und sehr entweder überaggressiv oder überlangsam. Das heißt, seid vorsichtig auf der Autobahn. Ganz einfach. Wie auch in Deutschland natürlich. Es gibt hier keine festen Blitzer oder auch mobile Blitzer. Hier wird noch traditionell mit der Radarpistole die Geschwindigkeit gemessen von der Polizei. Also die Chance, dass man angehalten wird, ist sehr viel geringer oder dass man ein Ticket bekommt. Dafür ist es aber um einiges höher. Wenn man zum Beispiel 15 zu viel fährt in Kalifornien, kann es locker 400, 500 Dollar kosten. Das wollt ihr natürlich im Urlaub nicht zahlen. Das heißt, haltet euch einfach an die Geschwindigkeitsregeln. Parkschilder, vor allem in Los Angeles, können teilweise extrem kompliziert sein. Guckt euch mal dieses Parkschild an. Ja, da versteht man eventuell erstmal Bahnhof und das ist noch ein simples, muss man dazu sagen. Man liest das Schild immer von oben bis nach unten. Montags bis donnerstags darf man zwischen 18 und 22 Uhr für 2 Stunden dort parken. Freitags und Samstag darf man zwischen 6 und 12, also zwischen 18 und 24 Uhr dort parken. Davon abgesehen darf man eventuell unbegrenzt parken oder eine Regel, die da unterkommt, schränkt das noch weiter ein. Das Ganze gilt nicht für Sonntag. Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens darf man 4 Stunden parken.
was nur 4 Stunden sind. Das heißt, macht keinen Sinn zu sagen, dass man dort 4 Stunden parken darf, weil man sowieso länger dort parken darf. Außer sonntags, wo man zwischen 22 und 2 Uhr morgens auch nur 4 Stunden parken darf, denn es sind nur 4 Stunden. Samstags wird man abgeschleppt zwischen 12 Uhr nachts und 7 Uhr morgens. Das gleiche gilt für Sonntag. Jeden Tag zwischen 4 Uhr morgens und 7 Uhr morgens darf man dort nicht anhalten. Niemals. Und dann muss man daraus irgendwie lesen, ob man in dem Moment, in dem man gerade da ist, dort parken darf. Also lest immer genau, ob ihr da gerade parken dürft, denn ein Fehlparken kann locker $75 und aufwärts kosten. So, jetzt muss ich erstmal hier ein paar Lichter holen. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen dunkler. Eine Sekunde. Ja, was Parken betrifft, gibt es noch eine andere Regelung. Und zwar ist der Kannstein an den Straßen oft in verschiedenen Farben gekennzeichnet. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, denn es ist in jedem Staat anders und ich möchte euch da nichts Falsches sagen. Guckt euch da vorher mal an im Verkehrsgesetzbuch bzw. im Internet, was die verschiedenen Farben an Kannsteinen in eurem Staat dann bedeuten werden. In Los Angeles und in anderen großen Städten, aber vor allem in Los Angeles, ist der Verkehr immer schlecht. Es sind immer überall irgendwelche Unfälle, weil die Leute wie die Irren fahren. Und es gibt viel zu viele Leute in den großen Städten. Fahrt eine Stunde früher los, wenn ihr zu bestimmten Zeiten losfahrt. Es ist genau wie in Deutschland, am besten ist der Verkehr vor 6:30 Uhr morgens und dann zwischen ja, so 10.30 Uhr und 15 Uhr und dann ab 9, 9.30 Uhr wird es erst wieder ein bisschen besser. Verpflegung, Essen, Restaurants. Vor allem wieder in großen Städten wie Los Angeles ist Essen gehen extrem viel teurer als Einkaufen. Das heißt, wenn ihr einkauft und für euch selber kocht, kommt ihr mindestens mit der Hälfte weg. Ich zahle hier vielleicht $60 in der Woche für Essen. Gut, ich shoppe auch immer nach Angeboten und obwohl ich sehr viel esse, komme ich trotzdem mit $60, $70 in der Woche weg. Wenn ich essen gehen würde, wären das 2 Tage maximal. Man kann hier locker auch $60 pro Tag mit Essen gehen ausgeben. Guckt, wie euer Budget ist. Es ist natürlich euer Urlaub, das heißt, man muss nicht überall sparen, wenn ihr das Geld habt. Und gönnt euch auch mal was, aber wenn ihr auf einem Budget seid, auf einem kleineren, könnt ihr auch für euch selber kochen oder einkaufen gehen. Im Restaurant müsst ihr auch immer noch 10% Steuern drauf rechnen. Es ist nicht der endgültige Preis angegeben. Rechnet 10% Steuern und mindestens 10% Trinkgeld obendrauf. Trinkgeld ist hier mehr oder weniger Pflicht und mindestens 10%. Bei 10% werdet ihr wahrscheinlich immer noch beleidigt angeguckt. Dafür ist Wasser immer umsonst. Auch wenn es manchmal sehr chlorhaltig schmeckt, Wasser ist im Restaurant umsonst. Bezahlen läuft hier so ab, man fragt nach der Rechnung, man bekommt die Rechnung, man gibt seine Karte ab, die verschwinden mit deiner Karte, dann kommt die Rechnung wieder, inklusive deiner Karte, da unterschreibst du dann und gibst das Trinkgeld ein und dann gehst du einfach. Was Supermärkte betrifft, sind natürlich auch verschiedene Supermärkte sehr viel günstiger als andere. Zum Beispiel Ralphs hier in Südkalifornien und Trader Joe's sind eher günstiger, dafür sind aber Supermärkte wie Whole Foods zum Beispiel extrem teuer. Also guckt, wo ihr einkaufen geht und guckt auch immer, ob es eine Clubkarte gibt. Die kostet normalerweise nichts und damit kann man sehr, 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 sehr viel Geld sparen. Auch wenn ihr nur für 2 Wochen hier seid, lohnt sich trotzdem. Ich habe hier zum Beispiel letztens für anstelle von $95 nur $55 ausgegeben für einen Einkauf. An die Allergiker unter euch, passt auf und lest genau, was in manchen Produkten drin ist. In den meisten Produkten hier sind sehr viel mehr Zusatzstoffe als in den deutschen Produkten. Auch wenn es die gleiche Firma ist, die gleiche Marke, das gleiche Produkt, sind manchmal die Inhaltsstoffe anders. Ihr könnt euch mal eine Mandelmilch zum Beispiel hier angucken. Normalerweise sollte da eigentlich nur Mandeln, Wasser und Meersalz drin sein. Hier sind da mal eben locker 10 bis 15 Inhaltsstoffe drin, auch in der Bio-Variante. Davon abgesehen, nochmal zu sagen, das Land hier ist sehr multikulturell. Die großen Städte wie LA, San Francisco, New York sind sehr, sehr multikulturell und es gibt eine riesen Vielfalt von super interessanten Restaurants und verschiedenen Kulturen. Und natürlich ist das Land auch das Land des Burgers. Das heißt, gönnt euch auch mal was. Es ist euer Urlaub. Und wenn ihr schon so viel Geld ausgebt für den Flug und wahrscheinlich für, um hier, naja, zu übernachten und so, könnt ihr auch mal das ein oder andere an Essen hier probieren. Menschen, kulturelle Unterschiede. Allgemein kann man natürlich sagen, das ist hier auch die westliche Kultur. Sehr ähnlich wie Mitteleuropa, wo wir hierher sind. Aber man kann sagen, dass je nachdem, wo man im Land ist,
die Einstellungen der Menschen und die Art der Menschen sehr anders sein können. So ist zum Beispiel die Ostküste eher wie ja, Mitteleuropa, Nordeuropa, Deutschland, eher straightforward. Man ist ehrlich. Die Leute wirken manchmal unfreundlich, weil sie halt sehr direkt sind und eher kühler. So wie in Norddeutschland zum Beispiel, wo ich hier bin, kann es einem manchmal so vorkommen, auch wenn es gar nicht so gemeint ist. Es ist einfach die Art der Menschen. Dafür ist die Westküste extrem offen, überfreundlich und, naja, in dem Sinne auch manchmal eher oberflächlich und fake. Also alles ist immer super toll und ach, ihr seid ja so, oh, ihr seid aus Deutschland, das ist ja super cool. Das muss man nicht immer ernst nehmen. Was man davon besser findet, ist ja jeder Mensch anders. Ich finde es immer gut, wenn die Leute eher ehrlich sind, aber es ist auch mal ganz nett, wenn wirklich jeder freundlich zu dir ist, auch wenn es nicht wirklich ernst gemeint ist. Aber zum Beispiel in L.A. kann ich euch schon mal sagen, wenn jemand zu euch sagt, ja, ihr könnt jederzeit bei uns übernachten, lasst uns mal treffen, hey, lasst uns Freunde sein und so weiter, nehmt das nicht immer gleich zu ernst. Das kann manchmal nicht so wirklich so gemeint sein. Das sagen Leute einfach manchmal einfach nur so. Aber Menschen sind überall verschieden. Es gibt überall alle Typen von Menschen. Wohin könnte man denn fliegen in die USA? Wenn ihr genauere Informationen zu bestimmten Sachen wollt, könnt ihr das entweder fragen in den Kommentaren oder ihr guckt einfach mal auf YouTube, ob irgendwer anders was darüber gemacht hat oder natürlich auf Google. Das Ideale, was man machen kann als Urlaub, finde ich, ist natürlich ein Roadtrip. So, dass man einmal durchs ganze Land, verschiedenen Städten und verschiedene Dinge sieht. Aber da muss man natürlich sehr viel Zeit mitbringen, denn das Land ist riesig. Ansonsten ist natürlich ganz klassisch zu sagen, je nördlicher man ist, desto eher ist das Wetter wie in Deutschland. Je südlicher man ist, desto wärmer wird es. Südwesten ist eher trocken, Südosten ist eher schwül, hohe Luftfeuchtigkeit. Dann ist natürlich die Frage, wollt ihr Städte sehen oder Natur? Jetzt ist erstmal die Frage, brauche ich noch mehr Licht? Ich glaube schon. Es wird immer dunkler. Ich hätte das Video mal früher am Tag machen sollen. Ach ja. Oh, okay, das wird jetzt aber reichen. Dann gibt es ein paar Städte, die ich euch empfehlen kann. Erstmal, wo ich selber schon war, San Francisco. Sehr coole, kleine Stadt, wo man viel verschiedene Sachen sehen kann. Los Angeles natürlich. Las Vegas. Wer sich dafür interessiert, ansonsten, ja, muss ich nicht unbedingt empfehlen, also mein Ding ist es nicht. Persönlich, Miami, super schöne Strände, super gutes Wetter, dafür kann es aber sehr schwül werden und sehr hohe Luftfeuchtigkeit, also ich empfehle nicht, im Spätsommer dahin zu fliegen. New York City, muss man mal gesehen haben, ist auch für mich persönlich nichts, ich halte es da nicht mehr als ein paar Tage aus, aber einfach sehr interessant natürlich, die typischen Dinge dort zu sehen, erzähle ich auch gleich mal drüber. Boston war ich letztes Jahr zum Drehen, super coole Stadt, eine der wenigen Städte in den USA, wo man wirklich denkt, ach, die Stadt hat sogar Kulturen, also eine kulturelle Stadt, das ist eine ältere Stadt, eine der ersten Städte in den USA quasi. Dann Washington DC, gibt es extrem viel zu sehen. Als Tourist wahrscheinlich sehr interessant, aber wahrscheinlich auch nur für 1-2 Tage. Dann in diese Städte war ich noch nicht. Chicago, Portland, Seattle, Philadelphia, New Orleans. Auch sehr interessante Städte, war ich aber noch nicht. In Kalifornien kann ich empfehlen. Yosemite National Park. San Diego. Santa Barbara. Redwood National Park. Joshua Tree, da war ich im letzten Vlog. Guckt euch den an, falls ihr ihn nicht gesehen habt. Dann wisst ihr, was der Joshua Tree National Park ist. Grand Canyon, kennt wahrscheinlich jeder, ist allerdings in Arizona, also nicht in Kalifornien, aber halt in der Nähe. Dann Sequoia National Park und Lake Tahoe. In Kalifornien gibt es eine riesen Vielfalt von Natur und abwechslungsreiche Natur, also guckt da nochmal genau, wenn ihr euch dafür interessiert. Außerdem Naturdinge, die ich alle noch nicht gesehen habe, aber in den USA, was es so gibt. Yellowstone National Park, Arches National Park, Antelope Canyon, Monument Valley, Glacier National Park, Death Valley National Park, Hoover Dam, Rocky Mountain National Park, Florida Keys und Mount Rushmore. In Los Angeles selber, falls jemand in Los Angeles Urlaub machen möchte. Hollywood Boulevard. Sehr interessant, sehr dreckig. Nicht, also wenn man nur als Tourist ist, ist es wirklich interessant, da einmal zu sein. Mehr muss man da auch nicht sein. Außer man ist jünger und möchte in Clubs gehen oder Bars. Wir sind sehr viele am Hollywood Boulevard. Der Universal City Park. Cooler Vergnügungspark mit coolen Attraktionen und man kann auch eine Studiotour machen, wo man richtige Filmsets oder ältere Filmsets angucken kann.
dann Santa Monica und Venice Beach. Sehr viele crazy Leute da, sehr ausgefallene Menschen, aber sehr interessant. Auch der Muscle Beach ist da und so weiter und so fort. Es ist aber nicht gerade der Familienstrand, also wenn ich mit Familie und Kind und so weiter da hingehen würde, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Dafür würde ich eher Malibu zum Beispiel empfehlen und da vor allem Point Dume, El Matador Beach und Zuma Beach. Dann Laguna Beach, wo ich in vor 2-3 Vlogs war. Falls ihr den nicht gesehen habt, könnt ihr da auch nochmal Laguna Beach sehen. Alles, was ich hier so aufzähle, war ich schon mal irgendwo in meinem Vlog wahrscheinlich. Hermosa Beach und Manhattan Beach, meine absoluten Lieblingsstrände, richtig cooles Urlaubsfeeling, richtig entspannter. Griffith Park, erstmal eine coole Aktivität, da hochzuwandern und dann das Griffith Observatorium anzugucken und eine coole Aussicht auf Los Angeles haben. Das gleiche in Runyon Canyon, Topanga Canyon, ein cooler Hike, schöne Natur, Hermit Falls ebenfalls. Dann im Sommer, wenn ihr Konzerte mögt, Hollywood Bowl, das ist so ein, ja, eine Outdoor-Konzerthalle, also ist keine Halle, weil es kein Dach hat, aber ja, da kann man richtig coole Konzerte sehen, teilweise sogar richtig günstig, im Sommer allerdings nur. Dann Beverly Hills und Bel Air, interessant, diesen Reichtum zumal zu sehen. Leider kann man sich die Häuser wahrscheinlich nicht allzu sehr angucken. Je größer sie werden, desto mehr sind sie hinter Toren und Hecken verborgen. Aber so allgemein ist es auf jeden Fall mal interessant, da durchzufahren. Dann Disneyland, wenn man drauf steht, Vergnügungspark. Six Flags, ebenfalls Vergnügungspark. Downtown LA. Und dann zum Beispiel Citadel Outlets, wenn ihr Klamotten einkaufen gehen wollt, die hier sehr viel günstiger sind. Und dann nochmal in einem Outlet-Laden, wo sie nochmal günstiger sind. Das ist wirklich eine Kleinstadt. So, dann nochmal ganz schnell zu New York. Mein absoluter Favorit, der Central Park, richtig schön. Dann Freiheitsstatue, Ellis Island, Rockefeller Center, Brooklyn Bridge, Broadway natürlich, Times Square natürlich, Ground Zero, Empire State Building, MoMA, the Metropolitan Museum of Modern Arts. Das war jetzt auch nur eine schnelle Aufzählung. Guckt einfach mal genauer nach, wenn ihr dann dorthin fliegen wollt. Wenn ich irgendwas vergessen habe nach eurer Meinung, fügt das gerne in den Kommentaren hinzu. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Dingen, die ich gesagt habe, stellt diese Fragen ebenfalls. Ich oder irgendjemand anders wird das dann bestimmt beantworten. Schön, dass ihr bis hierher geguckt habt. War sicher sehr trocken diesmal, aber informativ vielleicht für den einen oder anderen. Im nächsten Video geht es dann wieder ganz normal weiter mit einem Vlog. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne Restwoche und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das habe ich alles wieder vergessen. Und schaut auch nochmal auf Instagram vorbei. Ja, jetzt haben wir es aber alles. Okay, bis zum nächsten Mal. Peace.